Oh, stopp, 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 stopp. Befreien? Nix. Die Jungs sollten währenddessen was zu tun haben. Ist ein bisschen albern, wenn sie jetzt die Zeit verschwenden. Also setz das. Und da unten ist Wasser. Grab doch mal da runter und guck, was da ist. Ihr müsstet ja bald einen Eimer haben. Bringt ihr noch die Schnecke um und die Schnecke um? Sind immer noch am Tratschen. Da oben kommt ihr nicht an, ja. Eimer? Haben wir einen Eimer? Tisch? Nein. Nein, nein, nein. Weiter, 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 weiter. Da, Eimer. Bretter. Bretter haben wir noch nicht, ne? Jedenfalls nicht genug. Okay, wir brauchen Bretter. Bretter. Holz. Holz. Bretter, Bretter, Bretter. Die da töten. Dann machen wir hier jetzt mal unseren. Oh, warte. Dich nicht. Machen wir hier jetzt unseren Fahrstuhlraum. Also den ersten von mehreren Fahrstuhlräumen. Und der sollte halt 5 Felder hoch, damit es einigermaßen aussieht. So kriegen wir auch schon mal genug Dirt zusammen für andere Sachen. Dieser will hier alles Eis durch Dirt ersetzen. Auch wenn das nicht ganz so wichtig ist, aber nee, sieht halt doof aus. So, da ist eine Luke drauf. Da kommt Dirt hin. Das ganze Zeug kann weg. Wir müssten jetzt genug Bretter für wenigstens ein Fass haben. Oder Quatsch, ein Eimer. Und sobald wir den Eimer haben, können wir anfangen, das Wasser aufzusammeln. Das Wasser brauchen wir, um Lehm herzustellen. Das Lehm brauchen wir für das Terrakotta-Zeug. Und das Terrakotta-Zeug brauchen wir für schnellere Heilungen in den Betten. Also, Nägel. Brett, Brett, Bretter. Stelle Eimer her. Warum sind wir hier oben? Sehr komisch. Schnecke töten. Also die Eimer müssen auch erstmal hergestellt werden. Na komm, macht mal. Oh, die Holzrüstung. Genau, Eimer werden gebaut. Holzrüstung. Brauchen wir ein Seil und Seil brauchen wir Wolle und Wolle haben wir nur eins. Wolle hergestellt. Also wir brauchen einfach nur Holz. Das ist okay. Sobald es hell wird, machen wir den Teleport nach draußen. Was hast du da gerade gegessen? Du baust Dreck ab. Komischer Zwerg. Okay, Wurzeln vielleicht. Warum baut keiner von euch das Ding? Den Eimer? Du vielleicht? Du vielleicht? Nö. Okay, du. Wähle Zwerg. Kontrolle übernehmen. Genau, Dirt. Irgendwie ist es ein bisschen hakelig gerade. Ah, jetzt geht's, okay. Muss nur den Rhythmus finden. Uah, nein. Das war nicht der Rhythmus. So, Dach. Also Bunkerdach erstmal, ne? Kennt ihr ja schon. So. Ja, okay. Befreien. Wir haben da wieder ein Yeti. Wir haben nur noch 16 Minuten. F1. Portal. Hier hin. Und hier bitte alles holzartig abbauen. Wir haben hier richtig schön 3 Felder mit Wurzeln. Das heißt, hier werden immer wieder Bäume rauskommen. Das ist praktisch. Also alles abholzen. Wir brauchen nicht ganz viel Holz. Dann würden wir gerne Wasser sammeln. Und hier die nächste Schicht von unserem Raum abtragen. Und die nächsten beiden Schichten. Oh, wir brauchen noch einen Deckel für da. Also muss da die Leiter weg und da die Leiter hin. Hölzerne Falltür. Warum? Sehr viel Wasser da.
So, jetzt doppelte Geschwindigkeit. Portal ist noch da, Sachen müssen noch eingesammelt werden. Faltin muss da drauf. Splosh, splosh, splosh. Eigentlich müssen wir noch eine Leiter jetzt noch überhaben. Muss irgendjemand gerade nach Hause tragen. Da, okay. Leiter da bauen. Ach, Samen finden sie in der Erde. Okay. Du wolltest die Schlange unbedingt töten, ne? Okay. Er macht da sehr komische Sachen. Genau, geh mal raus da. Macht erstmal das ganze Wasser weg und dann können wir weiter gucken. Die Schnecke da kann auch noch sterben. Die Schnecke da auch. Hier brauchen wir ein neues Portal zum Einsammeln. 12 Minuten. Oh, neues Level, neuer Zwerg. Haben wir genug Ausrüstung für den Zwerg? Nein. Wir brauchen eine Keule. Und eine Axt. Axt. Steinaxt. Gleich 3 bauen für die Zukunft. Und eine... Okay. Wir hätten vielleicht doch etwas aufbewahren sollen für die Keule, aber na gut. Hier. Neues Portal. Holz, Holz. Wo läufst du hin? Ernsthaft, wo läufst du hin? Achso, du wolltest den Portal da hinten laufen. Ja, okay. Ja. Wo wird gehauen? Oh, da war ein Schatten. Ja, das stimmt. Hier ist ganz schön dunkel. Also da und da. Ne, da eine Fackel hin. Das da abbauen. Das Wasser sammeln. Kriegst doch da ein Portal. Das da weg. Jagdbuch. So, 1, 2, 3, 4. 5. Etage. Und schneller Wasser wegschippen, damit die Leute nicht ertrinken, bitte. Oh, Silber und Kohle. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Wir haben wieder volle Mana, das ist gut. Du hast nur 55 Komfort. Das können wir noch nicht so wirklich beeinflussen. Bogen, wir können Bogen bauen. Können sogar mehrere Bogen bauen. Das ist schick, okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ausrüsten. 1. Jo. 2. 3. 4. 5. Köche, Häkchen. Ich hoffe mal, die können es auch wirklich schießen. Und du kriegst den einen Knüppel über, ist so. Also, wir sind ausgerüstet. Können die erste Welle in 10 Minuten wahrscheinlich so gut überstehen. Genau, mehr Wasser. Das da unten weg, das da unten weg. Da ein Block wieder hin. Das ganze Ding hier bitte auffüllen. Handtumata. Das ist auch nicht schlecht. Das sind mehrere Zwerge übernommen. Okay, ich dachte schon, warum schießt es so schnell? Das heißt, wir sollten hier auch überall Türen reinmachen. Dann können sie durchgehen, schießen und werden nicht angegriffen. Okay. Schloss. Eisen. 1, 2 Stück. Für Türen brauchen wir wieder Holz. Wir haben ein echtes Holzproblem. Wir können eine Tür uns leisten. Also machen wir jetzt da eine Tür hin. Warum randalierst du da so doof? Dich müssen wir auch noch gleich töten, was wird knapp mit der Zeit. So, neues Portal für euch. Hier sollten wir uns auch bei Zeit mal umgucken. Lebenspunkte von unseren Zwergen scheinen okay auszusehen. Und warum hast du kein Portal? Holz. Oh, da kommen Skelette.
Okay, zwei Skelette. Hier kommt eine Tür hin. Achso, ich wollte mal gucken, wie das mit dem... Genau. Tür außen. Sieht besser aus, ne? Auch wenn die nach innen aufgeht, was mir schon komisch ist, aber okay. Und du Tür auch außen. Ja, das passt. So, und wenn jetzt irgendjemand da durchbricht, wie das Skelett eventuell, können wir hinter der Tür stehen und rausschießen. Klick. Aber es wird schon wieder Tag, also werden die beiden gleich sterben und er macht nicht so wirklich viel Schaden. Also ich hätte schwören können, hätte er jetzt ein-, zweimal drauf geklopft. Aber sonst tappert er halt immer nur hin und her, wie in der Gefängniszelle. Gut, nächster Tag. Die sind am Smalltalken, das ist nicht gut. Wir sind effiziente Zwerge, wir mögen keinen Smalltalk. Außerdem ist es ein Anspiel auf unsere Größe. Wir machen, wenn, dann Big Dog. Das zu, das zu, das zu. Komm raus da. Bring die Schnecke um. So. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. So, also das hier ist unser Fahrstuhlraum mit richtig schön viel Platz. Die bitte ersetzen durch Dirt. Nein, nicht ersetzen. Doch, ersetze Stein. Ersetze Stein. Das Wasser auch noch weg. Grünzeug weg. Und dann hier unten mal anfangen, die... Oh, Eisen. Kohle abzubauen, wollte ich sagen. Aber wir bauen einfach alles, was im Weg ist, ab. Wir brauchen die Ressourcen eh. Wir brauchen sowohl Steine, wir brauchen auch Dirt, wir brauchen alles. Also kriegt ihr auch ein schön neues Portal hier. Alle Löcher in der Wand werden durch Dirt ersetzt. Das da weg. Da bitte ein Dirt hin, damit wir da oben ein Dirt wegmachen können. Also zumachen können. Ersetze Stein, ersetze Stein, ersetze Stein. Ersetze hin Kohle. Weg, 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 weg. Zu, zu, zu. Gut, 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 gut. Zu, zu. Forschung. Wir sollen die Forschung echt nicht vernachlässigen. Holzrüstung. Jetzt haben wir keine Seile mehr, weil wir die Seile für die Bögen ausgegeben haben. Und das Schild da oben macht keinen Sinn mehr. Das Schild sollte jetzt lieber dahin. Oder da drauf. Ja, das passt schon. Okay, wir brauchen... Wo läufst du jetzt schon wieder hin? Hier. Wir brauchen Schaf. Wir brauchen Baum. Wir brauchen noch einen Baum. Aha. Taka, 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 taka. Taka, taka, taka. Sehr gut. Komm, trifft hier mal. Also, sich bewegende Ziele treffen sie nicht wirklich gut. Ach du. Ja, das ist doof. Ja komm, mach das zu zweit. Das ist wesentlich effektiver, als wenn nur einer gegen die Wand schießt. Jungs. Genau, von da oben. Haut das da weg. Dann fällt's runter und kann auch nicht mehr im Weg stehen. Danke. Doofe Zwerge. Genau, runterschießen. Viel einfacher. Bringt ihr das wohl mal aus? Wollen mich echt veräppeln hier. Ich muss die Welt wieder flach machen. Auf die Höhe. Okay. So, jetzt scharf. Nichts ist mehr im Weg. Schon flieht es in Deckung. Also ich fand die Bögen eben gerade ganz schick, als die Skelette da waren, aber jetzt finde ich es einfach nur noch albern. Ha. Geht doch. Also, weg, 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 weg. Was auch immer du bist, weg. Oh, es sind mehrere. Oh, oh, oh. Das hätten wir vielleicht nicht machen sollen, wo gleich die Welle kommt. Aufheben. So, geht nach Hause, geht schlafen. Nein, nein, nicht so. Ich wollte einen von euch auswählen.
Leben sind voll, du schläfst, gehst zum Lager, machst nichts. Ja, okay, Lebenspunkte sehen okay aus. Also Coco nach Hause. Den Bauauftrag da wegnehmen. 22 Sekunden, bis die Welle kommt. Gucken wir mal, wie wir mit der klarkommen.